Silvio Berlusconi ist tot. Der frühere italienische Ministerpräsident starb im Alter von 86 Jahren in einem Mailänder Krankenhaus. Berlusconi hatte in den vergangenen Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem war er an Leukämie erkrankt. Der Milliardär und Medienmogul hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte geprägt und er war in zahlreiche Skandale verwickelt. Mehrfach musste er sich vor Gericht verantworten, unter anderem wegen mutmaßlicher Korruptionsdelikte und Sexpartys. Andiamo avanti! Vorwärts, weiter. Berlusconi, der Macher. Drei Jahrzehnte lang hat er Italien politisch geprägt, viermal als Ministerpräsident. An Skandalen hat es nie gemangelt. Geboren 1936 in Mailand, erst Alleinunterhalter, dann Immobilienentwickler, mit Pistole auf dem Schreibtisch, eine persönliche Nähe zur Mafia konnte nie gerichtsfest belegt werden. Dann sein Einstieg in die Medienbranche. Mit Tricks mauserte sich Berlusconi zum Herrn über die drei größten Privatsender Italiens. Diese Medienmacht nutzte er 1994 für seinen Einstieg in die Politik. Zur Primetime versprach er auf seinen Kanälen, als Ministerpräsident gute Deals fürs ganze Land rauszuschlagen. Weg mit dem Establishment, weniger Staat. Eine neue Form des Populismus war geboren. Als Missionare der Freiheit, um für die Freiheit zu arbeiten. Wenige Wochen später ist er Ministerpräsident. Die verschiedenen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen ihn, für Berlusconi und seine Anhänger, sind sie eine Verschwörung des politischen Gegners. So auch die berühmte Ruby-Affäre. Berlusconi hatte Partys mit Prostituierten veranstaltet, bei der die 17-jährige Karima El Marouch alias Ruby Rubacore teilgenommen hat. Als das aufzufliegen drohte, intervenierte er als Ministerpräsident persönlich bei der Polizei. Jedoch in den folgenden Prozessen wegen Amtsmissbrauchs und Förderung der Prostitution wurde er freigesprochen. Die moralische Empörung perlte an Berlusconi stets ab. Mehr noch. Mir gefallen Mädchen. Es ist besser, von Mädchen begeistert zu sein als gay. International hatte er nicht immer die Lacher auf seiner Seite. Als er Angela Merkel vor aller Augen demonstrativ warten ließ, wendete die sich irgendwann genervt ab. Im EU-Parlament verglich er den damaligen Europaabgeordneten Martin Schulz indirekt mit einem KZ-Aufseher, was ebenfalls zu lauten Protesten führte. Dennoch, 2022 gewinnt Berlusconi noch einmal Wahlen. Als Juniorpartner wird er Teil des Rechts-Mitte-Bündnisses von Giorgia Meloni und Senator. Aber er sieht seine Macht bereits schwinden, wirkt frustriert, schießt oft quer. Im Ukraine-Krieg unterstreicht er seine enge Freundschaft zu Wladimir Putin, schiebt immer wieder Selenskyj die Verantwortung für den Krieg zu und bringt so die eigene Regierung in Erklärungsnot. Silvio Berlusconi, einer, der sich scheinbar alles erlauben konnte. Er hinterlässt ein politisch gespaltenes Italien. Und damit zu Anja Müller in Rom. Dass Berlusconi an Leukämie erkrankt war, das war bekannt. Aber am Freitag, da hieß es ja noch, er würde zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus kommen. Wie überraschend kommt da für die Italiener heute sein Tod? Ja, einerseits kommt er überraschend, andererseits nicht. Das ist ja genau irgendwo dieses Phänomen Silvio Berlusconi. Also, der Mann hatte chronische Leukämie. Er war in diesem Jahr schon einmal 6 Wochen im Krankenhaus gewesen. Trotzdem hat er in all seinen Auftritten immer, auch in den letzten Tagen und Wochen, immer so getan, als sei er sozusagen unbesiegbar. Und deswegen war dann heute Vormittag diese Nachricht, er sei jetzt in diesem Privatkrankenhaus verstorben. Irgendwo dann doch auch wieder überraschend. Also die Programme wurden alle sofort im italienischen Fernsehen unterbrochen und senden seitdem Nachrufe und Einordnungen zu Silvio Berlusconi. Also ein Einschnitt für das Land, der sich heute Vormittag hier ereignet hat. Ja, wie titeln denn jetzt italienische Medien? Ja, ganz überwiegend, das ist überraschend für Italien, sind sich Politikerinnen und Politiker und auch die Medien einig. Hier ist jemand gestorben, der Geschichte in Italien geschrieben hat. Keiner war ja länger politisch aktiv und in Machtpositionen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Italienischen Republik als er. Man redet also vom Ende einer Ära. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, er war sozusagen der erste große Populist in Europa und auch ein Mann
an dem alle Ermittlungsverfahren abgeprallt sind. Jemand, der sich wirklich mit einer Teflon-Schicht umgeben hat und damit auch ein Kommunikationsgenie. Das sind die kritischen Töne hier in Italien. Aber selbst von der linken Opposition, die Schlein, kommt heute, es ist eine Ära in Italien zu Ende gegangen. Gut, eine Ära kann ja gut oder schlecht gewesen sein. Ist denn seine politische Nachfolge jetzt eigentlich schon geregelt? Ja, auf dem Papier gibt es den Außenminister Tajani als sozusagen seinen Nachfolger bei der Forza Italia. Aber im Prinzip gibt es keine Nachfolge bei der Forza Italia mit dieser Energie sozusagen von Silvio Berlusconi und mit dieser Geschichte. Die Partei war ja fast so etwas wie sein Eigentum. Das drehte sich alles nur um die Figur von ihm. Auch seine Finanzen stecken in dieser Partei drin. Die Frage ist also wirklich, gibt es jetzt den Bedeutungsverlust für die Forza Italia und was bedeutet das auch für das bürgerlich-konservative Lager in Italien? Spielt das wieder den Ultrarechten in die Karten? Silvio Berlusconis Forza Italia ist ja Teil eines Bündnisses mit Matteo Salvini und Giorgia Meloni. Und da gilt er schon sozusagen als derjenige, der Richtung Europa auch immer wieder vermittelt hat, sozusagen versucht hat, auch die Mitte mitzunehmen. Und was mit diesem Vakuum jetzt passiert, das wird sicherlich spannend in den nächsten Monaten zu sehen. Ein Vakuum könnte es ja auch in seinen zahlreichen Unternehmen geben, auch wenn er da in Teilen natürlich schon raus war, aber sicherlich immer noch mitgesprochen hat. Ist da alles geregelt? Ja, das wird heute natürlich auch sehr viel darüber spekuliert hier in Italien. Die Tochter spielte eine zentrale Rolle. Die hat er in den letzten Jahren in seinem Konzern aufgebaut. Also das wird sicherlich, das ist ein Familienunternehmen. So wie quasi die Partei auch. Es sind auch die Konzerne Familienunternehmen. Und das wird also jetzt zu klären sein, welche Rolle die Tochter, ihre Brüder, 5 Kinder hat er ja insgesamt jetzt in diesem Konzern spielen werden. Und wen hinterlässt er privat? Ja, seine Kinder, die heute Morgen auch um 9.30 Uhr schon ins Krankenhaus gekommen sind. Seine aktuelle Lebensgefährtin ja nicht die erste. Aber tatsächlich muss man auch sehen, selbst aus seinem politischen Freundeskreis kommen heute sehr persönliche Nachrichten. Salvini sagt, er ist am Boden, er hat einen Freund verloren. Also aus seiner Partei hört man wirklich enorme Trauer. Die Menschen dort sind am Boden zerstört. Also er hinterlässt natürlich auch viele politische Freunde, die heute um ihn trauern. Jetzt bleibt Berlusconi aus deutscher Sicht ja ein Phänomen, bei dem sich viele immer wieder die Augen gerieben haben, dass er immer wieder Ministerpräsident werden konnte, am Ende jetzt mit weit über 80 nochmal an der Regierung beteiligt. Dann immer wieder Skandale, Bunga Bunga wird wohl so ein Wort bleiben, das für immer an ihm haften bleibt. Aber was würdest du sagen, was bleibt in Italien von Silvio Berlusconi? Wobei werden die ItalienerInnen immer wieder an ihn denken? Ja, auch hier spaltet er natürlich. Also Renzi hat das auch heute gesagt, also man hasst ihn oder man liebt ihn. Aber Fakt ist, dass Generationen einfach mit ihm aufgewachsen sind. Also das war ein Politiker, der Italien geprägt hat, aber auch auf eine natürlich irgendwo auf fragwürdige Art und Weise. Wie Meloni jetzt beispielsweise in ihrem Statement heute sagte, er hat gekämpft, er war ein Mann, der keine Grenzen kannte. Das ist wohl richtig. Ein Mann, der für sich und auch sein Handeln nur selten Grenzen gekannt hat. Also er hat die politische Kultur hier geprägt auf seine Art, auf jeden Fall auf eine populistische Art. Er hat eine enorme Medienkonzentration geschaffen, womit er wiederum die Politik in Italien maßgeblich beeinflusst hat. Und sicherlich auch das konservative Weltbild, das in Italien bis heute vorherrscht. Er hat sich ja auch mit der Kirche sehr, sehr eng gestellt und ist auch ein Vertreter dieses konservativen Weltbilds in Italien. Also jemand, der auf jeden Fall das Land nach dem Zweiten Weltkrieg stärker geprägt hat als jeder andere. Anja Miller, danke für diese Einschätzung nach Rom. Gerne.